Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life in the Woods. Heute machen wir gleich weiter an unserem MME-System. Der Kern hängt erstmal. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass uns die 12x32 Kanäle insgesamt reichen werden, aber ich bin guter Dinge. So, legen wir gleich los. Wir haben ein bisschen was vor uns. Und zwar wollen wir heute die Festplatten einbauen. Dazu müssen wir. Ich habe schon so ein paar Sachen vorbereitet. Aber habe doch noch etwas vergessen. So, pass auf. Und zwar wollen wir nicht, dass sich das jetzt gleich hier mit verbindet. Deswegen machen wir hier einen Anker rein. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich das so mache. Eigentlich müssen wir auch die einzelnen Dinger immer abschotten. Das heißt, wir müssen uns jetzt einen der beiden aussuchen, den wir nehmen. Wir nehmen einfach mal den rechten. Das heißt, wir packen hier auch einen Anker drauf. Zack. Und dann gehen wir hier einfach mal so ein bisschen entlang. Oder versuchen es zumindest. Es ist nicht immer so ganz leicht hier. Theoretisch können wir auch gleich noch. Das werden wir wahrscheinlich auch. Einfach nur, damit es so ein bisschen aussieht, als ob wir das wirklich vernünftig befestigen alles. Das und das muss mal weg. So, die hier brauchen wir. Nein, das waren die falschen. So, nochmal ganz kurz zu diesen Tunnelsystemen hier. Die werden wir jetzt nämlich gleich einsetzen. Was bringt uns so ein Tunnel? So ein Tunnel bringt uns schlichtweg einfach den Nutzen, dass wir 32 Kanäle, die wir hier zum Beispiel abfangen, an dieser Seite vom Controller, also jede Seite von so einem Controllerblock kann 32 Kanäle maximal aufnehmen oder verwalten ist, denke ich mal, ein ganz gutes Wort dafür. Und theoretisch bräuchten wir dafür ein Dense-Kabel. Das sieht so aus. Das ist halt ein bisschen fett, wenn wir das weiterziehen. Ist auch ein bisschen teurer als die Smart-Cable und so weiter. Die Tunnel bringen uns jetzt ganz einfach den Vorteil, dass wir 32 Kanäle in ein Kanal komprimieren können, mehr oder weniger. Das heißt, diese Seite benötigt bei dem Kabel ein Kanal. Diese Seite benötigt bei dem Kabel ein Kanal. Diese Seite benötigt bei dem Kabel ein Kanal. Das heißt, theoretisch hätten wir sogar noch 5 Kanäle übrig. Smart Cable können 8 Kanäle. Leider nur. Aber das macht überhaupt nichts, weil wir hier jetzt eigentlich, wenn man so will, 64 plus 32, 90, 96 Kanäle auf diesem einen Kabel, was eigentlich nur 8 Kanäle kann, haben. So. Wir gehen jetzt auf alle Fälle trotzdem hier weiter. Wir müssen mal gucken, wir müssen noch da, wir müssen noch da. Genau. Ihr seht hier schon, ich habe mich ein bisschen verbaut. Ich hatte den ganzen Raum ein zu weit nach hinten. Deswegen waren die hier quasi ein länger als die sind. Das wäre aber blöd gewesen, weil dann hätten wir hier eine gerade Anzahl gehabt. Deswegen habe ich dann den ganzen Raum nochmal in vorgesetzt. Und davon sieht man hier jetzt noch so ein bisschen die Überreste. Das stört uns aber überhaupt nicht weiter. Müssen wir nochmal kurz gucken. Hier kommen wir hoch. Genau. Hier kommen wir hoch. Dann gehen wir auch hier weiter. Theoretisch kann ich hier reingraben. Jawohl. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich dachte. Kann ich nicht. Sachen gibt's. Nein, hier kann ich erst reingraben. Hier kann ich erst reingraben. Alles klar. Zack. Wir müssen dann gleich mal gucken, ob man das von vorne irgendwie sieht. Ich hoffe natürlich nicht. Gibt uns nur die Möglichkeit hier jetzt. Huch. Da noch nicht. Da erst. Wieso da noch nicht? Okay. Oder wir lassen das einfach gleich komplett. Jetzt muss ich nur gucken. Wir müssen ja hier dann irgendwo rein. Ach so. Sachen gibt's. Egal. Das werden wir gleich alles wieder schön verstecken. So, jetzt machen wir hier erstmal kurz auf. Das heißt, wir müssen eigentlich noch einen weiter nach hinten. Dafür wäre der Hammer jetzt natürlich nicht schlecht. Den haben wir hier. Und zwar zack, zack. Wahrscheinlich müssen wir sogar noch zwei weiter nach hinten, weil wir haben ja hier. Ja, wir müssen noch zwei weiter nach hinten.
Zack, zack. So, pass auf. Wobei, da ist eigentlich egal. Wir brauchen diesen Bereich noch mal etwas weiter ausgehöhlt. So. Da kommen dann quasi die Kabel dran. Jetzt muss ich kurz überlegen. Festplatten. Kabel. Festes Kabel. Genau. Wunderbar. Selbes Spiel brauchen wir hier eigentlich dann auch noch. Das bedeutet, ihr werdet auch gleich sehen, was ich genau meine. Das heißt, wir müssen uns hier eigentlich auch noch ein bisschen was freischaufeln. Da können wir uns aber auch gleich ruhig ein bisschen mehr machen. So. Und selbiges Spiel hier drüben auch nochmal. Was wir hier eigentlich auch noch recht dringend bräuchten, wäre dann eine Magnum-Torch. Wir werden wahrscheinlich den Bereich hier hinter auch noch ein bisschen schöner ausbauen, wenn es dann soweit ist. So, auf welcher Höhe kommen wir hier rüber? Ich meine, das ist hier erstmal eh nicht weiter schlimm auf dieser Höhe. Das heißt, das kommt weg. Eigentlich könnten wir, wenn wir da schon rüber gehen, das Kabel gleich mit rüber ziehen. Pass auf. Zack, zack, zack. Das kann aber weg, das kann man weg. Das ziehen wir mal fix hier fertig. Sieht es natürlich ein bisschen doof aus. Ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze folgendermaßen. Das war zu tief, egal. Weil ich hier eigentlich ungern reinhauen würde. Das heißt, wir versuchen hier irgendwie hochzugehen. Eventuell werden wir die Kabel im Nachhinein auch nochmal ein bisschen. Da bin ich gegen das Mikro gekommen. Nochmal ein bisschen schöner legen. Die Sache ist nur die, ich will hier jetzt das Ding halbwegs mal am Laufen haben. Wenn wir es dann am Laufen haben und sehen, wie es läuft, können wir natürlich auch das noch ein bisschen optimieren. Weil wir hier sowieso nach. Ja, da eigentlich schon fasten müssen. Das sehen wir dann gleich, wenn wir da weitermachen. So, selbes Spiel machen wir hier nochmal. Oh Gott, warte mal. Ich müsste mal kurz die übrigen Steine hier aus. Weg damit, weg damit, weg damit. Weg damit. So. Wo haben wir die Kabel? Da haben wir die Kabel. Wobei ich würde jetzt erstmal, weil so viel Kabel haben wir nämlich gar nicht mehr, damit tatsächlich anfangen, die Disketten hier reinzuschmeißen. Also zack, 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 zack. So, die erste Reihe steht. Dann können wir uns das Ganze jetzt nämlich einmal schon mal am lebenden Exemplar angucken, mehr oder weniger. Wir gehen mal hier rüber. Hier müssen natürlich, wie gesagt, noch Wartungsgänge und so ein Kack hin. Kommt alles zu seiner Zeit. So, ich würde jetzt eigentlich gerne immer, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eigentlich sehr gut. Pass auf, dann fangen wir folgendermaßen an. Ups, na toll. Egal. Den bauen wir da gleich wieder ein. Zack, zack. Dann kommen da überall Kabelanker hin. Die verhindern einfach nur, dass sie sich miteinander verbinden, um unnütze Kanäle zu sparen. Weil ich gerade überlegt, bräuchten wir das überhaupt? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ich bin mir gerade unsicher. Dafür muss ich sagen, habe ich tatsächlich mit der Pleite in der Cheer 6 noch zu wenig gemacht.
Aber so gehe ich auf Nummer sicher. Ja, doch, weil theoretisch hier, wo es zusammenläuft, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kanäle an dieser Stelle. Und wird dir jetzt von oben auch noch was dazukommen oder so, dann sind wir ganz, ganz schnell über den 8 Kanälen und das wollen wir natürlich nicht. So, das Ganze führen wir jetzt in ein Kabel zusammen, was diese große Anzahl an Kanälen managen kann. Das wäre dann nämlich das Dense-Kabel, das kann bis zu 32. Das haben wir ja schon kennengelernt und dieses Dense-Kabel verbinden wir jetzt. Es bekommt einen Tunnel. Und dann verbinden wir das hier einfach fertig. So, dann müssen wir jetzt noch diesen Tunnel linken. Pass auf, dazu nehmen wir. Gucken wir mal kurz, was futtern. Wir haben hier unten jetzt drei Kanäle insgesamt zur Auswahl. Drei Tunnel, Entschuldige. Warte, habe ich das jetzt drin? Habe ich das jetzt überhaupt drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Jo. Successfully saved settings. Alles klar. Und das packen wir jetzt hier auf einen der Kanäle drauf. Wir haben dieses Kabel in Verwendung. Das bedeutet, ich würde fast sagen, das hier ist dann für die Mitte. Das ist links, das ist rechts. Das heißt, wir packen es hier drauf. Das bedeutet eigentlich, die sollten jetzt schon laden. Über kurz oder lang, wir werden es gleich sehen. Wir packen da hinten jetzt nochmal den rein und machen mal probehalber die eine oder andere Diskette rein. Ups, hier, Storage. Ich denke mal auch, dass uns die 4K-Dinger reichen. So, wunderbar, sind schon online, perfekt. Was will man mehr? Was will man mehr, Leute? Was will man mehr? Okay, wir haben den hier jetzt genommen, wenn mich nicht alles täuscht. Das bedeutet jetzt eigentlich theoretisch, wenn wir da doch nochmal ganz kurz zu Probezwecken ein Terminal aufsetzen. Terminal. Meinetwegen auch das Crafting Terminal, ist ja erstmal egal. Können wir noch kein Zeug speichern? Warum nicht? Das geht bis hoch. Verbindet er sich? Braucht er ein kleines? Habe ich zufällig noch ein Fluix dabei? Bei? Nö. Okay, pass auf, wir nehmen nochmal einen Fluix. Und packen jetzt nochmal das Terminal drauf. Es ist ein bisschen zäh, das tut mir sehr, sehr leid. Die Sache ist halt die, ich mache gerade hier das erste Mal so wirklich Applied Analytics, deswegen kann es natürlich ein paar Kinderkrankheiten haben, was wir hier machen. Aber theoretisch sollte das doch so funktionieren. Device offline, die sind noch nicht online, die Dinger. Ah, warte mal, die müssen doch noch irgendwie Strom bekommen. War da nicht was? War da nicht was? War da nicht was? Da war was. Haben wir noch? Okay, Moment. Also ich habe auch falsch geschrieben, gell? Quarz. So, Quarzfiber. Hier. Okay, pass auf. Die Sache ist nämlich die. Die guten Herren benötigen Strom, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, wir verbinden das mal so. Nein. Warte mal, ich stelle mich mal. Oder ich versuche zumindest mich mal hier drauf zu stellen. Das weg, das nochmal weg. Das hin, das hin. Ich gucke mal, ob das so funktioniert. Wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn das so funktioniert. Weil die an sich. Aha! Jetzt sehen wir schon mal die Kanäle. Weil die nämlich an sich.
Genau, der hat drei Kanäle belegt. Das ist soweit eigentlich richtig. Wieso hat der dann schon so viele belegt? Die Dinger leiten nämlich Strom, aber keine Informationen. Das heißt, theoretisch könnten wir die eigentlich auch da unten hin machen. Achso, ist das Device jetzt online? Da kann ich hier natürlich auch gucken. Das ist online. Device online. Wunderbar. Wie sieht's oben aus? Device online. Ah, oh, wunderhübsch ist das hier, oder? Und hier sehen wir nämlich schon ein Kanal. Hier kommt ein Kanal. Wieso kommen hier zwei, drei? Da auch drei. Ach so, genau, okay. Drei, drei. Sieben, genau. Also wir sehen, ich mache es mal an dem deutlich, jeder dunkelblaue Strich ist ein Kanal, jeder, weiß ich nicht, hellviolette Strahl so gesehen oder Licht ist ein Kanal. Sieben solcher Lichter sehen wir. Der achte ist schwarz, das heißt, sieben von acht Kanälen sind belegt. Hier sind drei Kanäle belegt, zwei, eins und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich dasselbe und das hier immer in jeder Reihe. Ich weiß nicht, was passiert. Wir können es ja wirklich mal testen. Was passiert, wenn ich diesen Kabelanker hier wegnehme? Es ist ihm scheinbar wirklich tatsächlich scheißegal. Gut. So, jetzt würde ich den nur gerne hier wieder drin. Muss ich dafür jetzt echt kurz das Ding wegnehmen? Warte mal, den hier muss ich wegnehmen. Dann machen wir hier den hin. Eigentlich müsste ich das auch so machen, ja. Ja, eigentlich muss ich das auch noch so machen, sonst ist es sehr einseitig. Das ist schade. Das Smart Cable kommt hier natürlich wieder ran. Zack. Aber das mit diesen Ankern ist dann nur so kleine Optik-Sache. Die machen wir später mal irgendwann. Wichtig ist, dass das Device offline. Ach nee, hier, da müssen wir hingucken. Genau. Das Device ist online, es ist nicht offline. Hier sind jetzt gerade vier Kanäle belegt. Weshalb? Von was? Wieso sind hier vier Kanäle belegt? Wenn ich den hier wegnehme, sind es immer noch vier, okay. Bin ich mir gerade unsicher, was hier passiert? Muss ich ehrlich gestehen. Aber theoretisch sollten wir hier jetzt Zeug reinwerfen können. Jo, jetzt können wir es reinwerfen. Wunderbar. Gut. Das Ganze müssen wir dann natürlich noch für alle Seiten machen. Also da auch noch rein, da auch noch rein. Irgendwo brauchen wir einen Wartungsschacht oder sowas. Da müssen wir mal gucken, wie wir den am besten betreten. Ziel ist dann aber, dass hier alles wunderhübsch grün leuchtet. Im Optimalfall zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir hier irgendwie so einen Wartungsgang rein. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so doof. Müssen wir mal gucken. Hier, da ist ja immer noch unser Sicherheitssystem. Das werde ich euch auch irgendwann mal vorstellen. Aber im Prinzip haben wir jetzt. Wieso laufe ich eigentlich hier hin? Im Prinzip haben wir hier jetzt unser laufendes ME-System. Das heißt, wir können eigentlich die nächste Folge damit uns die Zeit vertreiben, dass wir das nochmal schöner machen. Erstens. Ups. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Kann ich nicht einfach. Warte mal, das testen wir jetzt noch. Ne, kann ich nicht? Okay, kann ich nicht. Schade. Hätte ja sein können. Warte mal, kann ich. Bringt das was? Ich glaube zwar, dass das nichts bringt. Der muss weg. Und der muss mal kurz weg. Die haben noch Strom. Wieso haben die noch Strom? Wahrscheinlich noch irgendwie Reststrom oder so. Ja, jetzt ist es offline. Okay. Jetzt ist es offline. Jetzt gucken wir nochmal, wenn wir den hier ranpacken.
Was wir vielleicht machen müssten, wenn, wäre folgendes, dass wir hier jetzt einfach noch ein Kabel reinlegen. Warte mal, hier ein Anker. Ich möchte halt, dass das Ganze noch ein bisschen besser aussieht und ich fände es auch gar nicht mal so toll, wenn die sich da verbinden. So können wir das Ganze auch machen. Dann wird kein weiterer Kanal verbraucht, aber das Zeug hat Strom. Es ist hier nicht weiter schlimm. So können wir das Ganze eigentlich auch machen. Gut. Das heißt, dieses Kabel geht nach da, das Kabel wird nach da gehen, das Kabel wird nach da gehen und das Kabel wird nach da gehen. Genau, das Kabel ist eigentlich nur so die zentrale Steuerungseinheit. Gut, dann sind wir für heute fertig mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nächste Folge bauen wir, versuchen wir den Raum so gut wie möglich fertig zu bekommen. Erstmal temporär. Und dann schauen wir weiter. Wir brauchen auf alle Fälle eine Menge Kabel. Dazu brauchen wir noch eine Menge Wolle. Das ist auch so eine Sache. Theoretisch habe ich schon eine Art Wollfarm eingebaut. Die steht hier oben. Die, ich denke mal, da werde ich tatsächlich irgendwie noch ein Autonomous Activator mit einbauen. Einfach nur, dass das hier schneller geht. Einer sollte ja reichen, den setze ich irgendwo hier oben hin oder so, der dann wirklich sich nur um eine Pflanze kümmert. Das ist aber dann nicht weiter schlimm. Gut, dann sind wir für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können auch noch ganz kurz gemeinsam ein kleines Thumbnail schießen für die heutige Folge. Und dann, ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Nehmen wir einfach die Disketten oder nehmen wir hinten das Kabelkonstrukt? Ich weiß nicht, ich finde das hier schon ganz nett. Dann müssen wir hier nur kurz ein bisschen freiräumen. So, dann wird das unser Thumbnail für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und natürlich wie immer, haltet die Ohren steif.